So, wir spielen wie ein Challenger. Das ist dein Bedürfnis? Nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide bist du dann hier nämlich genau richtig. Denn heute schauen wir uns Sivir Gameplay anhand eines Challengers an. In dem Fall Scorth. Shoutout an dieser Stelle. Über 1000 LP auf IoW. Kann sich schon sehen lassen. Ich habe eigentlich nach Ezreal-Spielern gesucht, aber die Leute, die die höchste Ezreal-Winrate haben, spielen erst nicht auf diesem Patch. Was schon ein bisschen sus ist. Aber dann halt Sivir. Sivir, Zeri scheint so die absolute Standard-Meta zurzeit zu sein. Tristana noch ein bisschen. Ich glaube aber, dass sie wahrscheinlich im nächsten Patch genervt wird. Egal, Leute. Weil die Winrate ist schon ziemlich hoch. Klicken wir einfach mal auf Go. Sivir von den Fähigkeiten her natürlich nicht der schwierigste ADC, also wahrscheinlich von den Fähigkeiten einer der einfachsten, der es überhaupt gibt. Aber trotzdem gibt es natürlich Riesenunterschiede von einem Challenger-Spieler zu dem durchschnittlichen Silber-, Gold-, Platin-Spieler. Und diese Unterschiede, Leute, werden wir jetzt gemeinsam hier ergründen. So, schon mal ein Unterschied. Ich wollte gerade sagen, die sind alle Level 1 ready. Das ist nämlich schon mal wichtig. Ich würde euch nicht empfehlen, Level 1 AFK zu sein, Leute. Ohne Witz, da verschenkt ihr Vorteile. Zum einen, weil ihr mindestens mal covern müsst, aber manchmal könnt ihr die auch bei einem Invade catchen oder so. Also Level 1 solltet ihr ready sein, wenn ihr jetzt Ranked Ernst spielt. Und ich sag noch was zum Thema Ranked. Ich habe den Ranked Grind jetzt erstmal aufgegeben, tatsächlich, ja. Mein Ziel für die Season war Dia. Ich hatte einen ziemlich guten Winstreak auf dem einen Account. Dann habe ich wieder andere Champs ausprobiert, Lose Streak. Und jetzt ist das Beste passiert. Was mir je hätte passieren können in Bezug auf League of Legends, ja, ich habe keine Lust mehr auf Ranked. Und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch meine Zeit viel besser nutzen kann, weil ich immer irgendwie im Hinterkopf hatte, ja, du bist so kurz vor dir, jetzt noch ein paar Games ballern so. Das hat mich irgendwie genervt. Jetzt, wo ich diesen Lose Streak habe, habe ich schon wieder keinen Bock mehr auf Ranked und chill einfach. So, ich spiele jetzt. Ich bin so ein bisschen weg vom Jungle, weil Jungle ist eine unglaublich frustrierende Rolle. Erkläre ich noch ein bisschen in diesem Video, ja. Deswegen chill ich jetzt so ein bisschen auf Platin, spiel ein bisschen ADC und chill einfach. Es macht mir mehr Spaß. Also nervt mich League irgendwie weniger, wenn ich wirklich nur ein paar chillige Runden spiele und nicht so diesen Drang habe zu climben, so, you know what I mean? Guck mal, die trappen die da in dem Busch, wie man auf der Minimap sieht. Aber die sind einfach unten rumgelaufen, tja. So ist das. Ach so, wir können vielleicht noch hier, und das hier mal aufrufen, so. Runen werde ich euch wieder unten in der Videobeschreibung verlinken. Viele blenden die Runen im Video auch eines Dinges, die ändern sich meistens, je nach Patch. Mal ist dieser Keystone stärker, mal der andere. In dem Fall ist es Lethal Tempo, aber Leute, im nächsten Patch kann es schon wieder, was weiß ich, Press the Attack sein oder Leichtfüßigkeit auf Englisch versus Fleet Footwork, glaube ich. Genau. Von den Fähigkeiten her ist Sivir nicht kompliziert. Ich schätze, dass es wie bei allen Challenger Replays so sein wird, dass sie halt jeden kleinen Last Hit, den sie kriegen kann, auch nimmt. Und ihr denkt euch jetzt, hä, das ist auch selbsterklärend. Naja. Wenn du so Low Elo und High Elo vergleichst, ist das einer der größten Unterschiede, wie viele Last Hits pro Minute du hast. Ja. Deswegen musst du da wirklich auf diese Minigame achten, so viel wie möglich kriegen. Es ist nervig, ja. Aber das ist halt High Elo. So Leute denken, High Elo ist bestimmt mehr Spaß, da spielen alle ernst. High Elo ist, je höher ihr geht, desto mehr ist es wie Arbeit und kein Spiel mehr. Ja. Deswegen müsst ihr wissen, will ich das überhaupt? Ich meine, ob ihr wollt oder nicht, die meisten werden eh nie Master Plus kommen oder so. Weil man auch ziemlich viel Zeit investieren muss, ja. Also, das ist so für mich der größte Störfaktor. Dieser Rank Grind zieht sich so unglaublich lange, Alter. Nee, kein Bock. Ich spiele jetzt nur. Also, ich habe so ein bisschen eine neue Rank-Philosophie. Ich spiele jetzt die Rollen oder Champs, auf die ich Bock habe und guck, wie weit ich komme. Ob ich von Platt nach Dia komme oder auf Gold demote, ist mir komplett egal. Es juckt mich einfach irgendwie nicht. Weil ich niemand bin, der mit dem Rang angeben will, sondern ich spiele es einfach zum Spaß so. Ich verstehe nicht, warum Leute das immer so ernst nehmen mit dem Rang. Immer rumheulen, du bist nur das und das, ich bin bla bla bla, so, das interessiert doch keinen. So, in Sachen Last Hits, hat sie ein paar mehr als Ciri, aber ich glaube, Ciri ist auch im Early Game nicht ganz so einfach. Weil Close Range, bla bla. Guck mal, sie muss jetzt schon zurückgehen, hat wahrscheinlich zu viel Poke. Also, Sivir Karma ist halt eine heftige Poke-Lane. So, die können einfach von der Entfernung die ganze Zeit Zeug auf euch werfen. Ja. Es ist doch sehr nervig für einen Ciri-Spieler.
So, ja, bin ich gespannt, wie der das. Okay, jetzt invaden sie hier den Jungler. Ne, ihr Jungler hat invaded. Und jetzt helfen sie ihm. Kriegt ihr den noch? Ne, ne, ne. Oh, das war knapp, Alter. Also, überraschend finde ich, wie aggro er hier. What the fuck? Was? Wie hat er denn den Kill bekommen? Es hat doch eben hier Dings Silas den Damage gemacht, oder? Strange. Weil sie hat doch eigentlich keinen Burn-Damage oder irgendwie so. Ah, die Summoner-Spells sind auch interessant. Flash Gold. Okay, das muss ich mir merken, weil ich wollte auch so ein bisschen Sivir zocken in nächster Zeit. Ich habe nämlich so einen Oldschool-Sivir-Skin, so siegreiche Sivir habe ich. Den will ich ein bisschen rocken in die nächste Zeit. Ich könnte im Live gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Wahrscheinlich ändere ich meine Rolle eh wieder nach ein paar Wochen. Ich probiere gerne neue Rollen in League. Achso, warum ist Jungle so frustrierend? Naja, in Jungle hast du halt immer so Annahmen wie. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn jetzt der Mundo Darius wäre. Das Darius-Shen-Matchup. Da ist die Annahme, dass in den niedrigeren Elos der Darius sehr aggressiv spielt. Da kannst du halt Shen sagen: Ey, Shen, Alter, chill einfach ein bisschen. Ich farm, ich clear in deine Richtung. Zu zweit machen wir den Darius. So, das ist die Annahme. Das Problem, also dein Plan. Und dein Plan ist sehr wichtig als Jungle. Also das Problem ist. Diese Annahme stimmt meistens oder relativ oft dann nicht, weil vielleicht hat der Shen keine Ahnung, tradet Darius, stirbt, feedet ihn, dann funktioniert es schon wieder nicht mehr. So, also weil er nicht auf dich wartet, ja. Und das ist das Nervige. Du kannst ja als Jungle einen Plan machen, aber du musst extrem oft auf so Änderungen deines Plans reagieren und das nervt mich einfach zu hart. Jetzt, wo ich ein bisschen ADC gespielt habe, ich finde, da bist du ein bisschen mehr in deiner Welt, halt in der Botlane-Welt. Das Roam ist dann wieder ein anderes, aber das beginnt ja erst so Minute 15 plus oder wahrscheinlich eher 20 plus, so ungefähr in dem Dreh. Auffällig ist, dass ihr sehr Support ist, wie viel Roam, die ist ja kaum auf der Botlane. Aber sie hält sich gut hier im 2 gegen 1. Die Lulu merkt, die ist so ein bisschen unter Druck, weil die Karma roamt und hat einen guten Kill-Assist gemacht auf der Midlane. Jetzt denkt sich Lulu, oh shit, ich bin nicht geroamt, ich habe nichts natürlich gemacht. Jetzt haben die versucht, so ein bisschen Damage aufs Revier zu machen, aber es hat nearly nothing gebracht. Ja, wo kam denn der Trundle daher? Habe ich gar nicht drauf geachtet, aber auf jeden Fall gut gegappt mal wieder. Nice. So, sie ist als erstes Berserker-Boots gegangen, das muss ich mir auch merken. Muss ich mir auch merken. Also Sivir ist so ein Mobility-Champion, allein wegen der Ulti. Zusammen mit Karma, dann noch mit den Flash-Ghost-Setup. Da schreit alles Mobility, 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 Mobility. Ja. Pizza Sivir. Ah, den Skin hätte ich mir auch machen können. Den hätte ich ja rerollt. Unlucky. Ich glaube, der gefällt mir sogar besser als dieser Ezreal-Skin, den ich bekommen habe. Ich habe diesen, wie heißt der, Pulsefire Ezreal bekommen. Der ist mir ein bisschen zu drüber, so. So diese Super Legend, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Epic Legendary Super Skins. Die sind mir ein bisschen zu drüber, so. Ist mir ein bisschen zu viel los. So dieser, ich glaube, dieser chillige Sevier-Skin hätte mir im Nachhinein mehr gefallen. Naja, was soll. Ich glaube, ich habe noch andere. So. Ja, die Ciri steht hier so ein bisschen nicht so gut da in Sachen Last Hits. Oh. Ignite ist raus von Lulu, aber es hat nicht so viel gebracht. Also Lulu ist halt auch nicht so der krasseste Poke-Support. Lulu ist besser so, wenn du jetzt mit einem Twitch zusammen roamst, den so ein bisschen speedest und protectest. Aber so auf der Lane zu chillen, irgendwie bringt das der Lulu da gar nichts in diesem Game. Die holt da wirklich nichts raus. Die Botlane ist hier so ein bisschen alleine, aber zum Glück ist auch kein Gegner da, von daher ist das nicht so wichtig. Skillreihenfolge Q zuerst hat mich nicht überrascht. Die fliegende Pizza. Ja, der Skin ist schon witzig. Ja. Last Hit Game. Also es ist ein sehr ruhiges Early Game. Das ist halt auch so ein Challenger-Unterschied. Da passiert weniger Randomness. Wenn das jetzt Bronze, Silber oder Gold wäre, dann wärt ihr schon öfter gegankt worden von allen möglichen Champions. Boah, von Mid, Top, Jungle, ja. Ich glaube, der Jungle von denen war der nicht. Ich glaube, der war kein einziges Mal da, der Graves. So 9 Minuten ist schon relativ ungewöhnlich. Würde ich mal behaupten, wenn jetzt in Bronze, Silber spielt, wäre der Jungler öfter Bot gewesen.
Hier fokussiert er sich für Farm, was man in Graves natürlich auch machen kann, ja. Aber wenn du zu lange farmst und nie irgendwas machst auf der Map, ist halt auch los. Tja. So, ja, Leute. Ah, ich habe vergessen, auf plus 2 zu stellen. Wir machen mal auf plus 2, ne? Ist ein bisschen. Es zieht sich wieder ein bisschen hier, Leute. So. Na, das sieht doch besser aus. Das ist lustig, dass die alle den Honor Recall haben, ey. Schon nice. Die ersten 10 Minuten, Leute, am Real, es ist wenig passieren. Es war beim Darius-Video genauso, was ich gemacht habe. Es war beim LeBlanc-Video genauso, was ich beim Pantheon auch. Also Challenger Early Game kann ich euch so zusammenfassen. Es ist sehr sicher und es passiert ziemlich wenig. Das ist aber auch so ein bisschen diese EU-West-Meta. Ich habe mal gehört, in anderen Regionen soll das aggressiver sein. Ich schaue die anderen Regionen, den E-Sport. Ich schaue E-Sport fast gar nicht mehr. Was ich lustig finde, ist die Prime League. Die Prime League hat mich doch positiv überrascht in Sachen Unterhaltung, ja. Das macht schon Spaß zu schauen. Gerade NNO gegen Eintracht Frankfurt war schon echt cool. Also es hat schon Spaß gemacht zuzuschauen, weil dieses andere Pro-Play, ich weiß nicht, ob das so Pro-Play spielt, aber dieses normale Pro-Play finde ich mittlerweile zu langweilig. Das kann ich mir. Also da kann ich mir höchstens so Fnatic gegen G2 gönnen oder so, aber die anderen Games sind so unglaublich langweilig im Pro-Play, das kann ich mir nicht geben. Deswegen Respekt, dass sie in EU noch so viel Zuschauer haben, weil in der NA haben die schon viele Zuschauer verloren, weil es einfach so unglaublich langweilig ist, das Pro-Play. Zu sicher, zu obvious, irgendwie immer nur Cross-Map, Langeweile. Und so ein bisschen sind diese Challenger-Games, die ich mir so angeschaut habe in letzter Zeit auch, ist immer so Cross-Map, Langeweile. Also die einen machen den Drake, oh, ja, tja, dann machen wir halt den Rift Herald, so. Die einen diven Bot, oh, ja, dann diven wir halt Top. So, es ist immer diese Cross-Map-Boringness, wo wenig. Ich meine, jetzt haben wir ein bisschen Action, wo ich das gerade sage, witzigerweise. Aber auch da ist nicht wirklich viel draus resultiert. Was interessant ist, die Gegner haben sogar einen slighten Gold-Lead von so 1400 Gold ungefähr. Ah. Oh, Lulu? Also, das war so ein Fehler, wo du wirklich sagst, das ist Challenger? Weil du würdest ja von einem Challenger-Spieler annehmen, dass der nicht so einen Fehler macht, oder? Also würde ich mal behaupten. Die ist ja wirklich in den reingelaufen. Bam, der hat sowas. Hat die aber. Ach, die hat vielleicht. Nee, Shen ist bei denen. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, die hat vielleicht eine Shen-Ulti erwartet. Aber nope, Shen ist im anderen Team. Tja. Die Botlane ist ziemlich over. Das ist aber tatsächlich ein Bot-Gap. Weil ich würde behaupten, die hatten jetzt nicht so viel Hilfe. Also die hatten einmal diese Situation, wie die zusammen den Graves da rausgejagt haben und den Kill bekommen haben. Aber der Rest war mehr so Bot-Gap. 2v2 so. Ich meine, Ciri ist nicht der stärkste Laner. Vor allem nicht mit Lulu als Support. Aber nichtsdestotrotz haben die schon ganz schön in die ADC-Mangel genommen, Alter. War, ich muss beim Zuschauen sagen, so ein bisschen langweilig finde ich Sivir doch. Also, ich finde, die könnten die Fähigkeiten ein bisschen spannender machen, weil die Fähigkeiten sind schon echt basic. Die sind schon sehr basic. Ich meine, moderne ADCs machen hier ein bisschen spannender. Ciri von den Fähigkeiten auf jeden Fall spannender als Sivir. So, warte mal, was machen die jetzt? Die einen gehen zum Drake. Ja, das meine ich mit Cross-Map-Boringness. So, die einen nehmen den Drake. Ah, okay. Ja, dann pushen wir halt Mittel. Wobei, jetzt bricht der Fight aus. Und, das sieht ein bisschen nach Inting aus. Ja, krass, dass die da noch rauskommen. Oh. Oh, Ciri, Ciri, Ciri. Was war das denn? Ciri, was war das denn mal? Ich glaube, die ist ein bisschen getiltet, kann es sein, die Ciri? Oh, Shen wird komplett vernichtet aus der Toplane, Alter, von Mundo. Ja, Mundo ist aber auch wirklich nervig. Wenn du gegen einen Mundo, wenn du gegen einen guten Mundo spielst, dann ist das Game so todesnervig, ey. Den Mundo haben die Leute wieder ein bisschen für sich zurückentdeckt. Weil der Classic-Counter gegen Mundo ist ja okay, Kauf Anti hier. Erstens passt es in viele Item-Builds nicht so richtig rein. Zweitens, aber selbst das bringt auch nicht so viel. Also. Mundo einfach nervig. Aber ich würde mal interessieren, gegen wen er das hier eingesetzt hat. Steht das da in dem Game? Am Replay steht es leider nicht. Ach so, doch, warte mal.
Wenn ich die anklicke, steht das vielleicht als Debuff oben drüber. Warte mal. Nee. Also in-game steht als Debuff immer oben drüber, wer diese Kralle hat da von Mundo, dieses Grass. Ne, wer ist das? Ender Team has Chain. Ein Item, was man auch eher in der höheren Elo zu Gesicht bekommt. Oh, das war ein Excel. Das ist so der Durability Patch Teamfight. Wenn wir mal 10 Jahre dauern. Und den konnte Sevier glamourös für sich entscheiden. Sevier ist halt so ein typischer Scaling-ADC, also es dauert, eh du Spaßer. Wenn du Early Game Spaß haben willst, musst du sie zurzeit eher so Draven wahrscheinlich nehmen. Sevier ist mehr so Late Game Scaling und dann absolut OP irgendwann. Was man auch bei Brücki im NNO gegen Eintracht Frankfurt Game gesehen hat. So, der Drake spawnt in ungefähr einer Minute. Die machen Baron. Das dauert ganz schön lange. Was machen die denn da? Guck mal, selbst in Challenger machen die Fail Marco Plays. Das ist ein. What the fuck? WTF did I just see? Die haben zweimal den Baron probiert. Dabei komplett gefailt. Okay, also so einen Fehler hätte ich für Challenger Elo nie erwartet. Das ist ja komplett lost gewesen. Das war ja giga lost. Die hätten das Game sogar verlieren können, wenn du dir das anschaust. Jetzt haben die endlich mal Mundo bekommen, Alter. Ach so, der hat das eben erst eingesetzt. So, ich muss einfach mal checken, weil hier siehst du das auf cooler. Ich muss einfach mal checken, ob das jetzt als Debuff irgendwo steht. Vielleicht auf ihm, maybe? Ah, ist auch egal. Jedenfalls in-game sieht man, auf wem das hier eingewandt ist. Angewendet ist, besser gesagt. Falls ihr checken wollt, bei wem der Anathema's Chains-Nutzer den Damage reduzieren will. In-game kann man da einfach auf den Verdächtigen klicken und dann steht es da als Debuff. Oder bei jemand anders. So, tja. So wir. Muss ich sagen, nicht der aufregendste AD Carry, aber ein sehr solider AD Carry. Wenn ihr eher so der bodenständige Botlaner seid, dann ist Sevir genau die Wahl für euch. Sevir, der Pick für bodenständige Botlaner. Es passiert wenig Action. Die Skills sind relativ boring. Aber im Late Game, da geht's ab. Da fliegen die Pizzas über die Rift, Alter. Oh. LOL? Okay, ja, jetzt verstehe ich, warum die alle Ciri spielen. Ah, guck mal, man geht wieder Kraken Slayer, das ist lustig. Als ich den Ciri Guide gemacht habe, gingen kurze Zeit später alle Trinity, obwohl der im Video Kraken Slayer gegangen ist, dachte mir so, nervig. Jetzt nach ewig langer Zeit gehen die wieder Kraken Slayer. Das ist doch lustig. Oh. Aber ich muss sagen, das Game ist ziemlich close. Und in der Hinsicht dann doch wiederum spannend. Also die Teamfights sind jetzt nicht so komplett überwältigend. Guck mal, das Team, was gewonnen hat mit der Sevier hier, die sind 6000 Gold behind. Wegen Farm Gap. Graves hat gefarmt wie ein Sturm, Alter. Aber Trundle braucht nicht so viel Farmen. Trundle hat den R-Outplay-Button. Er kann R drücken und outplay dich, Alter. Ja, Trundle ist auch wirklich ein weirder Champion. Also, dass die den so stark machen, ist schon ein bisschen fragwürdig. Okay, jetzt hat Sivir so ein bisschen Marco-Game Fehler gemacht, wie ihr sehen könnt auf der Minimap. Action unten, Sivir geht back. 4v5, nicht so gut. Hä, was macht sie denn jetzt? Wenn der Drake spawnt, geht sie top, okay. Sie geht nochmal zurück? Why? Um dieses Crit-Ding zu kaufen, warum? Achso, die geben den Drake eh auf. Also hier hat mich mal der Chat interessiert, weil es wirkt alles so ein bisschen getiltet. Ja, die Sivir hatte ja ziemlich gute Stats am Ende und hat auch gewonnen. Also mich würde mal interessieren, wie die das noch gewonnen hat. Ja, guck mal, die sind einfach mal 6000 Gold behind in Challenger Elo. Wenn du 6000 Gold behind bist in Challenger Elo, hätte ich gesagt, das Game ist over, das Game ist vorbei. Warte mal, gewinnen die jetzt hier vielleicht mit irgend so einem weirden Fight?
Oh, es könnte vielleicht. Wir machen mal kurz slower. Ich habe so das Gefühl, liegt Ärger in der Luft gerade. Shen of Sivir. Oh, der Flash Taunt war richtig gut. Oh, der Flash Taunt hat die geowned. Oh, Sylas von der Seite. Holy shit, was für ein geiler Cleaner. Quadra Kill für Sivir. So, jetzt ist das Game auch over. Ja, Leute, ein Teamfight verloren. Die hätten sonst gewonnen, hätten die nicht diesen Fail-Teamfight gemacht, weil dieser Shen Flash Taunt auf Graves hat gewonnen. Das war ein kleiner Moment. Ey, der ist geragequittet. Der ist geragequittet. Das war ein kleiner Moment, der das Game gewonnen hat. Shen Flash Taunt auf ihn hier. Und der Sylas Flank war auch ziemlich gut. Ja, Leute, das ist Challenger Sivir. Ich gebe zu. Langweilig, aber solide. Deswegen hoffe ich, dass ihr was lernen konntet. Ich konnte einiges lernen. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Guide wieder, Leute. Ich wünsche euch noch einen hammergeilen Tag. Ciao, ciao.